Achtung, Achtung, die hauptverdächtigen Schmuggler der geraubten Magie haben sich selbst aus dem Gefängnis geschmuggelt. Der blamierte Amtschef versteckt sich in seinem Büro wie ein kleines Baby. Agent Podmill, die Lage ist ernst. Ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Tut mir leid, Kleiner. Heute ist mein letzter Tag und ich habe noch einen Haufen Papierkrieg. Süßen, friedlichen Papierkrieg. Was? Heute ist Ihr letzter Tag? Meine Verdächtigen sind geflohen und mein Assistent war ein betrügerischer Zauberer. Meine Karriere ist vorbei. Ich gehe in Rente. Nein! Ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Toto, Dorothy, West und Ojo werden vermisst. Ich habe nichts mehr von Ihnen gehört, seitdem Sie aufgebrochen sind, um die gestohlene Magie der Stadt wieder zu beschaffen. Was? Sie fanden den Plan. Die Nome haben die geraubte Magie im Tunnel der gelben Ziegelsteinlinie versteckt und wir wollten sie von da wegbringen. Ihr Grünschnäbel hättet mich alarmieren und dem Amt diese gefährliche Arbeit überlassen sollen. Wie ich gerade sagen wollte, der Plan war nicht ganz ausgereift. Ich wusste doch, dass diese tückischen Nome hinter der Sache stecken. Aber was kann ich tun? Es ist mein letzter Tag. Und wollen Sie, dass man sich an Sie als Versager erinnert? Oder als strahlenden Helden? Du hast recht. Ich bleibe bis morgen. Wen interessiert, ob ich die Vorschriften breche? Wir schnappen uns die Nome, retten deine Freunde und retten die Smaragdstadt. Wer? Ich ernenne dich zum Hilfsagenten. Hier, fang. Die Bilder von jeder Überwachungskamera in den Straßen von Smaragdstadt. Oh, wie schön. Und jetzt suchen wir diese Nome. Nachdem ich jetzt keiner von den Bösen mehr bin, werde ich wohl meinen ganzen Lebensplan umschreiben müssen. Vielleicht gehe ich wieder zur Schule. Nein, vielleicht gehe ich auf Reisen. Mount Fantastico soll um diese Jahreszeit ganz wundervoll sein. Was meint ihr? Wenn du jetzt wirklich keiner mehr von den Bösen bist, könntest du anfangen, Gutes zu tun. Gutes zu tun? Was heißt das denn überhaupt? Das heißt, dass du lernen sollst, selbstlos zu handeln, anderen Menschen zu helfen. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich selbstlos sein kann. Niemand ist perfekt, aber ich glaube, es gibt viel Gutes in der Welt. Und ich versuche auch, so viel Gutes zu tun, wie ich kann. Soll das heißen, du suchst hier unten nach der Magie, weil du ja ach so selbstlos bist? Ich dachte, du willst nur nach Hause kommen. Hey, Dorothy! Versuch's doch mal, Fitz. Wenn ein zwielichtiger Typ wie du sowas wie ein Heim für mittellose Künstler aufmacht, dann glaube ich vielleicht auch irgendwann an das Gute.